Die Ehebrecherin in der Erklärung Rudolf Steiners. Ich lese, dies ist ein kurzes Kapitel, das lese ich kurz vor. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir schauen nun wieder die einzelnen, also für das neuzeitliche Bewusstsein ja oder Verständnis ja seltsamen Sätze an. Dieses auf die Erde schreiben. Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Dazu sagt Rudolf Steiner: Wir wissen, dass der Christus Jesus die Erde mit seinem Geist durchdrungen hat. Und wir wissen, dass der Christus der Herr des Karma ist. Also das als Vorausschicken, als erste Erklärung dessen, was jetzt kommt. Jetzt haben wir da dieses eine Wort benutzt, nämlich Karma. Und jetzt ist die Frage: Was heißt Karma eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Der Leib unterliegt dem Gesetz der Vererbung, also ganz normal, wie wir das kennen. Die Seele unterliegt dem selbst geschaffenen Schicksal und der Geist steht unter dem Gesetz der Wiederverkörperung. Das selbst geschaffene Schicksal, das nennt man mit einem alten Ausdruck eben Karma. Wenn wir das jetzt genau angucken und fragen, ja, was heißt das jetzt genau, Karma, selbst geschaffenes Schicksal? Das geht nach Rudolf Steiners Angaben so: Nach dem Tode schaut der Mensch auf sein vergangenes Leben zurück. Und dann entschließt er sich, im nächsten Leben Fehler aus seinem letzten Leben auszugleichen. Und er nimmt natürlich auch alle Früchte aus dem letzten Leben in das nächste Leben mit. Also es kommt aus dem letzten Leben nicht nur, naja, sozusagen Schlechtes oder das, was wir ausbügeln müssen, sondern es kommt auch Gutes aus dem letzten Leben, was wir dann in Freuden genießen können. Aus dem macht er dann also sein Schicksal. Ich frage ja, wie genau bestimmt Karma mein Leben? Dann ist das so, es bestimmt zum Beispiel, welche Sinneseindrücke ich habe. Ob ich überhaupt sehen kann oder ob ich blind bin, ob ich hören kann oder ob ich taub bin. In welche Familie ich hineingeboren werde, in welches Land, in welchen Staat, in welche Umstände in der Zeit. All das ist mit diesem unschuldigen Satz gemeint, welche Sinneseindrücke ich habe. Dann bestimmt das Karma auch, welche Wünsche mir befriedigt werden können. Und welche eben auch trotz aller Anstrengungen nicht. Und schließlich, welche Freuden und Leiden mir erwachsen. Das haben wir vorher gehabt, das ist eben das, wo ich Schlechtes aus dem letzten Leben ausgleichen muss und wo ich Folgen Gutes aus dem letzten Leben genießen kann. Und das Wichtigste überhaupt, mit welchen Menschen ich zusammenkomme. Das sind halt die, wo ich aus dem letzten Leben noch Posten sozusagen offen habe. Und jetzt ist das so, dass in früheren Zeiten sind die Menschen nach dem Tode Moses und dem Cherub begegnet. Der Moses hat das Gesetz gezeigt und der Cherub hat gezeigt, wie weit der Mensch vom Gesetz abgewichen ist. Und dann hat sich der Mensch entschlossen, im nächsten Leben etwas Gutes zu tun, welches das Böse in dem Sinne abweichen von dem Gesetz ausgleicht. Neu ist Christus der Herr des Karma. Nämlich ab dem 20. Jahrhundert hat der Christus diese Aufgabe übernommen, die früher Moses und der Cherub gehabt haben. Das ist neu. Jetzt. Und jetzt zeigt Christus dem Menschen nicht nur sozusagen das Gesetz und wie weit er vom Gesetz abgewichen ist, sondern er zeigt dem Menschen auch, wie er Gutes tun kann, dass einer größtmöglichen Zahl Menschen zugute kommt. Früher war das halt so, also ich habe gegenüber Hans etwas Schlechtes getan, dann werde ich im nächsten Leben gegenüber der neuen Inkarnation von Hans, das dann vielleicht Eva sein wird, werde ich der Eva Gutes tun
um das auszugleichen. Also werden vielleicht ein Lehrer werden, der ja Gutes tut, oder ein Lehrmeister oder irgend so etwas, werde ich der dann Gutes tun. Neu ist das so, dass der Christus den Menschen nach dem Tode zeigt, wie er das nicht nur auf einer individuellen Basis tun kann, sondern wie er quasi mit der gleichen Anstrengung Gutes tun kann für eine möglichst große Zahl an Menschen. Dieses auf die Erde schreiben, das hatten wir ja schon, Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Das heißt, die Tat der Ehebrecherin, die wird dem sozusagen Schuldenbuch eingeschrieben. Das ist das, was damit gemeint ist. Das heißt, die Tat, die vergeht nicht einfach in nichts, sondern diese Tat, die wird im Schuldenbuch eingeschrieben. Die bleibt bestehen, also in dem Sinne, weil es eine schlechte Tat gemäß dem Gesetz war, die bleibt bestehen als Schuld. Und dann sagt der Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und da haben wir bei uns natürlich, dass wir sagen, naja, wir können das vordergründig verstehen und sagen, ja, wie willst du über einen anderen richten, wenn du selber voll Sünde bist? Und das haben die gehört und sind ins Bett gegangen. Aber wir können auch die Erklärung von Rudolf Steiner anhören, der sagt, es ist nicht am Menschen, über andere Menschen zu richten. Dann geht es weiter, heißt es, Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Das heißt, es gibt tatsächlich keine menschlichen Richter, es gibt sie schlicht nicht. Richten tun nicht die Menschen. Dann sprach Jesus weiter, so verdamme ich dich auch nicht. Das heißt, ganz klar, auch Christus ist nicht der Richter. Sagt er selber, so verdamme ich dich auch nicht, auch Christus ist nicht der Richter. Und dann sagt er zum Schluss, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, die Frau ist ihrem Karma überlassen. Und ihr Karma, ihr Schicksal, das macht sie selber. Es gibt keine Strafe, es gibt nur, wie wir das gesehen haben, Besserung in der Zukunft. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt keine Strafe, heißt nicht, in Zukunft ist Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich in meinem Wahnsinn aus dem 12. Stockwerk auf die Straße springe, dann werde ich da unten auf der Straße aufschlagen und vermatschen. Das ist keine Strafe für meine doofe Handlung, das ist ein Naturgesetz. Und zwar das Gravitationsgesetz, die Erdanziehungskraft, das ist das, was da wirkt. Das ist keine Strafe, es ist ein Naturgesetz. Und so ist es natürlich auch mit dem Karma. Es gibt geistige Gesetze und die geistigen Gesetze, die gelten. Sozusagen unerbittlich, so unerbittlich, wie auch das Gravitationsgesetz gilt, wenn ich aus dem Fenster springe. Egal, ob ich böse oder gut bin, egal, ob ich Verbrecher oder Wohltäter der Menschheit bin, wenn ich aus dem Fenster im 8. Stock springe, werde ich unten aufschlagen und mit ziemlicher Sicherheit tot sein. Das ist ein Naturgesetz, keine Strafe. Das ist das Wichtige hier. Was wir jetzt gesehen haben, das ist wieder dieses Dreifache. Wir haben gesehen auf der einen Seite das historische Ereignis, das passiert ist, und dass man in diesem Fall eigentlich auch mit unserem jetzigen normalen Menschenverstand als historisches Ereignis auch verstehen kann. Gleichzeitig ist dieses historische Ereignis auch ein Gleichnis, nämlich ein Gleichnis über Schuld und Schicksalsbildung und was da zu tun ist. Und schließlich ist dieses historische Ereignis auch zugleich Prophezeiung. Denn dazu mal, als ich das abspielte, da war ja die Aufgabe des Christus noch gar nicht, die Aufgabe, die dazu mal ja Moses und der Cherub hatten. In dem Sinne war es eine Prophezeiung über eine weit, weit, weit in der Zukunft liegende Tatsache.